Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir mal so ein paar PR-Pakete auspacken quasi, also dir zeigen, was in PR hier in letzter Zeit bei mir eingetroffen ist. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist so, dass ich täglich, keine Ahnung, ungefähr 10, 15 Anfragen zu neuen Kooperationen bekomme. Und ich nehme unfassbar wenig davon tatsächlich an, weil ich möchte nur die Kooperationen annehmen, wo ich weiß, dass ich tatsächlich auch die Produkte mir selber kaufen würde, dass die Produkte auch etwas ist oder etwas sind, wo ich hinterstehe und die ich euch auch wirklich bedenkenlos, warmherzens und so weiter und so fort empfehlen kann. Deswegen ist es so, dass ich auch wirklich langjährige Kooperationen habe und wir finden hier in diesem Video Produkte von Dalton, von Just Spices, von Pomelo und Co., von Purish und von Yepoda. Das ist das, was so in letzter Zeit bei mir eingetroffen ist und das möchte ich euch, wie gesagt, gerne zeigen. Ich mache in diesem Video auch eine kleine Verlosung und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty, Lifestyle und so weiter Paket und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich müsste eigentlich zu allen diesen Marken oder diesen Shops aktuell tatsächlich sogar gültige Gutscheincodes haben. An manchen verdiene ich auch eine kleine Provision, die könnt ihr verwenden, wenn ihr möchtet, dann die Codes oder die Links. Aber wie gesagt, das ist halt eine Win-Win-Situation und gönnt euch da hart, falls ihr möchtet. Und ich habe mir das Ganze alphabetisch sortiert, das heißt, wir starten mit Dalton. Dalton ist eine Firma, die Marinekosmetik herstellt, also wirklich so angelehnt an die Sachen, also quasi an das Meer. Und da wir Leben sind und das Leben ja bekanntermaßen aus dem Meer kommt, ist es auch eine sehr hautverträgliche Marke. Das ist mir bei Skincare, bei Bodycare, bei, ja, wobei Skin ist ja auch Körper, ne, immer sehr wichtig, weil ich eine sehr sensible Haut habe und dementsprechend gefallen mir die Produkte. Ich teste mich aber immer wieder auch weiter durch das Sortiment, um auch neue Produkte so herauszufinden. Und aktuell für diese Woche, also heute geht das Video online, heute ist Montag, bis zu Sonntag, es müsste der 27. glaube ich sein, gilt mein Code BeautyClaudi wieder. Das sind 20% Rabatt, die ihr bekommt auf das komplette Dalton-Sortiment, abgesehen von diesen Streichpreisen-Produkten, ne, ist klar. Und da würde ich euch empfehlen, dort einfach mal vorbeizuschauen, wenn ihr etwas hochwertigere Kosmetik einfach mal euch anschauen möchtet. Dort gibt es auch Produkte so im Bereich Make-up, also die Marke Nie ist dort vertreten. Da habe ich auch schon mal ein Fullface zugeschminkt und sehr hautverträgliche und angenehme Produkte tatsächlich, die auch tierversuchsfrei sind. Und ich habe von meiner lieben Kontaktperson, von der Denise, auch eine handgeschriebene Karte mit einem Herzchen bekommen und darüber freue ich mich immer sehr. Liebe Claudi, an bei deinen Produktnachschub viel Freude und ganz liebe Grüße, Denise. Und sie hatte mich nämlich angeschrieben und gefragt, ob wir diesen Monat halt eine Kooperation zusammen machen wollen. Heißt, dass ich auch einen Code habe und ob ich neue Produkte mir aussuchen möchte. Und das habe ich getan. Zuallererst habe ich aber etwas nachbestellt, was ich jetzt auch öfter schon leer gemacht habe und wirklich gut finde. Das ist das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Und hier haben wir 8 Sachets drin, die aber jeweils für 2 Anwendungen reichen. Und das ist ein Gesichtspeeling mit Enzymen. Das ist so ein Pulver, was man mit ein bisschen Wasser aktiviert, dann auf das Gesicht gibt. Und das peelt da draußen los, ganz, ganz sanft die Haut. Und das ist so angenehm. Also mein Hautbild hat sich, hier fliegt ein Flugzeug über unser Haus, mein Hautbild hat sich mega verbessert, seitdem ich halt Enzympeelings verwende. Und das ist halt eins der absoluten Top-Top-Produkte, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Wie gesagt, hier ist ein Pulver drin. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn in einem so einem Sachet drin. 1 Gramm, genau, 0,5 Gramm reichen volle Elle aus fürs ganze Gesicht. Und da haben wir, wie gesagt, 8 Stück von drin. Also 16 Anwendungen. Und also für mich für 8 Wochen reicht dann quasi dieses Gedöns, weil ich zweimal die Woche mir ein Peeling gönne, dienstags und freitags. Ich weiß gar nicht, ob das Video schon vorher online kommt oder nach diesem Video. Und zwar wollte ich euch auch noch meine Abendroutine mal wieder abdrehen. Da haben viele nachgefragt, so wie verwende ich eine Augencreme, wann verwende ich einen Toner und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht, welches von beiden Videos jetzt eher online kommt.
Das hier habe ich mir bestellt, weil ich da einfach sehr, sehr gespannt drauf bin. Das habe ich nämlich so noch gar nicht ausprobiert von Dalton. Premium Clean Reinigungsschaum. 150 ml sind hier drin enthalten. Und ich mache ja das Double Cleansing. Das heißt, da verwende ich erst einen Reinigungsbalsam, um mein Make-up aufzubrechen und das Make-up runterzunehmen. Dann gehe ich unter die Dusche und mit einem Reinigungsschaum reinige ich mir dann nochmal intensiv mein Gesicht. Und genau, immer sehr schön hier geschenkemäßig verpackt drin. Und ich meine, als ich in München auf dem Dalton-Event war, hatte ich den auch verwendet. Der hat mir sehr gut gefallen, der glaube ich gerade übrigens abgenommen. Schaut so aus und ich mag einfach gerne Schäume. Das ist so eine sanfte Reinigung für mein Gesicht und deswegen wollte ich den von Dalton auch mal ausprobieren. Da habe ich ja schon einige andere ausgetestet, auch von Valea und so weiter, ne? Also Valea Med. Denn es ist ja so, dass ich ja auch nach wie vor noch Drogerieprodukte teste und auch günstigere Produkte teste. Ich habe für mich persönlich halt einfach gemerkt, dass ich einfach in der Drogerie, was Skincare angeht, immer große Probleme habe, überhaupt etwas zu finden, was mit meiner Haut funktioniert, ne? Deswegen komme ich immer wieder zurück zu diesen höherpreisigen, ja, Produkten. Huch! Genau, mit denen ich dann einfach auch mein Gesicht pflege. Dann habe ich mir eine Gesichtscreme ausgesucht bei Dalton und zwar ist das die Blue Essentials Skin Guardian Day Protection Cream. Das sind 50 ml drin enthalten und auch die habe ich noch nicht ausprobiert und wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Die kam mir sehr, sehr sympathisch rüber, als ich da so gesurft hatte, ne? Mit Phytoplankton, Braunalgenextrakt, Zwillings, Rotalgen und natürlich den Meeresmineralien. Und das sieht einfach hübsch aus, ne? Ich hatte davon schon die Augencreme, die hatte ich mal in der Glossybox mit drin gehabt, die mir ganz gut gefallen hatte. Und jetzt wollte ich mal die Gesichtscreme auch ausprobieren. Das ist halt immer in so einem Pöttchen. Ja, ne? Riecht halt nicht wirklich was. Und das kommt dann demnächst zum Einsatz. Ach, guck mal, einen Spatel haben wir hier auch noch mit drin. Finde ich auch ganz praktisch. Genau, ja, ne, finde ich sehr, 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 sehr interessant gerade. Und da habe ich einfach Bock drauf, die Produkte demnächst in Anwendung zu nehmen. Hier habe ich jetzt ein paar Nachkauf- oder Nachbestellprodukte. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe die Augenpatches, die Hydrogel-Eye-Patches von Dalton. Wann bringt ihr die endlich in einem Pöttchen raus, Leute? Ich finde die so gut. Also die sind halt für die untere Augenpartie echt klasse. Die machen halt das so Trockenheitsfältchen recht gut weggehen. Also ne, jedenfalls für den Tag, wo man sie halt dann morgens verwendet. Das heißt, wenn man dann irgendwie ein Event hat oder so, dann kann man die halt schön verwenden. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Klasse. Und ich würde mich freuen, wenn das mal irgendwann in einem Pöttchen rausgebracht wird, weil das Ganze dann natürlich auch mit weniger Verpackungsmüll verbunden wäre. Ne? Aber die sind einfach einsame Spitze und deswegen habe ich Denise gesagt, dass sie mir da gerne ein paar von ins Paket legen darf. Genauso verhält es sich hier mit der, wie nennt die sich, Face Care Clear Skin Blemish Sheet Mask für unreine Haut. Und die habe ich jetzt in letzter Zeit öfters gehabt und da hat sie mir gleich mal 5 reingepackt. Das ist halt eine Gesichtsmaske, eine Tuchmaske. Ich liebe ja die Hydro Skin Maske, also die blaue Variante davon, um meine Haut halt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn ich aber so Ausbrüche habe, so, keine Ahnung, durch meine Menstruation oder sowas, ne, dann brauche ich sowas definitiv und kann es jetzt nicht jeden Tag verwenden und, ne, weil das dann natürlich auch ein bisschen austrocknend wäre für die sehr sensible, trockene Haut, die ich habe. Aber für einmal die Woche oder so kann man sich so eine Maske auf jeden Fall gönnen und ja, gegen Unreinheiten und sanft zur Haut und das gefällt mir und das finde ich toll. Genau, die wird dann demnächst auch im Aufgebraucht-Video zu sehen sein. Müsste Ende diesen Monats online kommen, weil ich werde auf jeden Fall heute Abend einen davon machen. So, ja, so viel zu Dalton. Da gönnt euch auf jeden Fall mit dem Code BEAUTYCLAUDY die 20% Rabatt, wenn ihr möchtet. Und genau, jo, dann könnt ihr euch auch ein bisschen mal durch das Sortiment stöbern. Die haben ja alles von Kopf bis Fuß gefühlt, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Das Einzige, was mir bei Dalton tatsächlich noch fehlt, ist so Haarpflege. Aber da kommen wir gleich noch in einem anderen Bereich zu. Jetzt möchten wir erstmal unseren Bauch glücklich machen. Und da habe ich ein Paket hier stehen, wo mein Freund mir seit Tagen sagt, dass ich endlich dieses Video drehen soll, aber ich musste noch auf ein Paket tatsächlich warten, um dieses Video hier drehen zu können. Und zwar ja, bin ich bei Just Spices auch in dem Club mit drin, sodass ich jeden Monat mir für einen gewissen Betrag Produkte in deren Online-Shop aussuchen darf. Und jetzt aktuell, das habt ihr in den letzten Hauls auch öfters mal gesehen, habe ich mir die Produkte bestellt, diese Kits. Und ihr bekommt aktuell gratis, und das habe ich irgendwie witzigerweise jetzt auch nochmal gratis mit hierbei bekommen, das Bratkartoffelgewürz, wenn ihr den
Code JustClaudi eingibt. Auch das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, daran verdiene ich eine kleine Provision, solltet ihr den verwenden. Ihr bekommt aber das Bratkartoffelgewürz gratis. Das hat sich tatsächlich mein Freund ausgesucht, dass ich das einfach aktuell als mein Goodie angeben darf. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welches euer Lieblingsgewürz ist von Just Spices, sodass ich da dann vielleicht mal demnächst umswitchen kann, ne? Weil das kann ich immer wieder mal machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, dann habe ich mir noch ausgesucht, den Frikadellengewürzmix, den habe ich aber selber bezahlt, weil er über dem Bestellwert dann quasi lag, ne? Und ja, das fand ich einfach ganz schön, um meinen Freund einfach ein bisschen glücklich zu machen, weil er so ein Frikadellenfreund ist. Und ich mag einfach die Just Spices Gewürzmischung an und für sich die ganzen Gewürzmischungen, weil die einfach das Essen nochmal so ein bisschen aufpeppen, ne? Wir sind zwar HelloFresh-Kunde, sodass wir dort halt auch wöchentlich halt unsere Essensboxen bekommen und dann das Essen zubereiten, aber manchmal fehlt mir persönlich da einfach nochmal dieser Pep. Und das bringt Just Spices einfach gut mit den Gewürzmischungen mit rein. Und ich finde auch, dass die Gewürzmischungen, die dort bei Just Spices sind, in einem bezahlbaren Rahmen sind. Und wenn man diese Pöttchen aufmacht und reinguckt, bekommt man direkt so einen schönen Duft. Man hat direkt auch irgendwie so Anwendungshinweise hier mit draufstehen, womit man das verbinden könnte. Du hast auf der Homepage auch Rezeptideen. Wenn man bei Just Spices bestellt, bekommt man auch immer so ein Heftchen mit dabei. Hier war jetzt auch sind auch ein paar Rezeptideen mit dabei, wie man die Gewürze halt anwenden kann. Italienische Nudelbowl, Schoko, Avocado, Bananenmus, ne, hat man hier auch mit drin. Und das auch auf der Homepage und so. Ihr findet allerhand. Wir haben auch, als ich den Adventskalender letztes Jahr bestellt habe, so ein ganzes Rezeptbuch bekommen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem DIY-Kit, wo mein Freund tatsächlich sehr scharf drauf ist. Das durfte er sich nämlich dieses Mal aussuchen. Ich war letztes Mal dran. Da wechseln wir uns jetzt monatlich einfach ein bisschen ab. Ich habe nämlich das Ölmeister-Kit mir ausgesucht. Letztes Mal, das ist so schwer. Und auch schon direkt Öle angesetzt und die sind sehr, sehr geil. Und ja, er hat sich dieses Mal ausgesucht, das Pizza-Kit. Und Fun Fact, er hat mir auch direkt ein paar Infos dazu mitgegeben, weil er sich da auch eingelesen hat. Das fand ich auch sehr witzig, dass mein Freund das macht, weil eigentlich ist das meine Aufgabe als Kooperationspartner von Just Spices. Aber er ist da einfach so begeistert von. Also im Prinzip hat heimlich gesehen mein Freund die Kooperation. Und ihr habt gesehen, es ist groß, es ist schwer. Ich kann es auch nicht lange hochhalten. Ich würde es euch gerne hochhalten. Aber da ist halt ein riesengroßer, super schwerer Schamottstein mit drin, den man verwenden kann, um eben die Pizza zuzubereiten, ne? Ich halte es jetzt noch einmal kurz hoch. Zeit für Pizza, genau wie du sie liebst, damit ihr seht, wie das aussieht, wenn das halt so ankommt. Das sieht jetzt erstmal sehr leer aus, aber darunter ist noch eine Zwischenebene. So, viel weiter kann ich das jetzt nicht hochhalten, weil Leute, es ist schwer. Da haben wir einmal drin das Pizzagewürz, ganz klassisch, passt natürlich auch, ne? Dann haben wir auch ein scharfes Pizzagewürz dabei. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz coole Geschichte für meinen Schwiegerpapa in Spe, weil der liebt so Chili-Pizza und so. Dann haben wir Tomatensoße-Gewürz. Das kannst du natürlich auch individuell und anders verwenden. Das muss jetzt nicht explizit für diese Pizzageschichte verwendet werden, aber diese Gewürze tauchen nachher noch in diesem Rezeptheftchen auf, was hier auch mit drin enthalten ist. Dann haben wir das Italian Stullen Spice. Also das kann man sich halt auch ganz normal auf dem Brot mit drauf machen, um eine gewisse Würze zu bekommen. Oder man macht es halt hier auch mit in die Gewürzmischung mit rein. So, dann haben wir hier in diesem Set, und das finde ich immer sehr praktisch, du hast halt nicht nur diese Gewürzmischung, sondern das Set besteht halt auch noch aus Tools und so, ne? Dann haben wir hier nämlich so einen Pizzaroller mit dabei. Den können wir immer gut gebrauchen. Wir essen echt sehr oft Pizza. Also wir bestellen oft Pizza, wir bereiten oft Pizza zu oder Flammenkuchen oder sowas, ne? Da ist so ein Pizzaroller immer ziemlich gut. Der hat hier auch noch Schutz außen mit drumrum. Das muss dann gleich erstmal gespült werden, bevor das in Anwendung genommen werden kann. So, und jetzt entferne ich hier mal diese Zwischenebene. Ta-ta-ta-ta. Ein bisschen aufräumen hier. Genau, denn hier ist etwas super Schweres drin. Dieser Schamottstein. Und da hat mein Freund gelesen, dass man den halt langsam erhitzen muss. Es ist halt genauso, wir haben ja auch einen Kamin oder man hat es ja auch öfters mal in einem Ofen oder so drin, dass hinten so ein Schamottstein mit dabei ist. Die müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass sie erhitzt werden. Das heißt, nicht von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, derbe Kapitjes geben und den heiß machen, sondern erst langsam den Stein daran gewöhnen, dass er warm werden soll, ne? Weil ansonsten kann das halt passieren, dass der Stein sagt, ciao, Kakao, und dann nicht mehr
Teile ist, ne? Achso, ja. Zuallererst haben wir hier noch etwas Metallisches mit drin. Und zwar ist das so ein Pizzaschieber. Das ist auch witzig, ne? Sowas habe ich ja auch noch nie gesehen. Also noch nie selber so gehabt. So zum Pizza rausnehmen. Etwas groß gestaltet. Ja gut, vom Stein halt runternehmen, ne? Ja, den muss man natürlich erstmal einbrennen. Der ist halt echt dick und schwer und darauf kann man dann die Pizza zubereiten. Ich bin ja mal sehr gespannt. Das darf mein Freund dann mal machen, ne? Weil er ist ja scharf drauf, das überhaupt anzuwenden. Ich nehme euch bei sowas gerne auf Instagram mit. Folgt mir da sehr gerne, falls ihr das nicht verpassen möchtet. Da heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und dann zeige ich euch mal, was mein Freund mit diesem Stein anstellt. Was ein sackenschweres Teil. Also wie gesagt, Just Claudi, falls ihr da mal bei den Kids euch umschauen möchtet oder falls ihr euch auch einfach nur die Gewürzmixe oder sowas euch anschauen möchtet, ne, gebt euch dann das Bratkartoffelgewürz für Oma mit dabei. Finde ich ziemlich cool. Machen wir weiter mit Pomelo und Co. An meine Haare lasse ich nicht alles und jeden ran, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich habe mich schon durch viele Marken durchprobiert und war da immer so ein bisschen zurückhaltend, um das mal so zu sagen, weil ich gesagt habe, na, bevor ich da eine Kooperation annehme, muss ich halt auch wirklich hinter der Marke stehen. Ich probiere sowohl Drogerieprodukte aus, als auch High-End-Produkte, da bin ich immer wieder in den Genuss gekommen, eben durch die ganzen Beauty-Boxen. Und dann hatte mich im November, glaube ich, die Marke Pomelo und Co. angeschrieben, ob ich nicht vielleicht mit denen zusammenarbeiten möchte. Und ich habe gesagt, komm, wir probieren es einfach mal aus, so. Und ich bin einfach begeistert, das ist jetzt ganz blöd gesagt. Und ja, es ist das ein oder andere leer gegangen, das werdet ihr jetzt auch bald in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Ich habe ja damals die Cosmic Shine Serie auch zugeschickt bekommen. Die haben scheinbar jetzt so ein kleines Lifting bekommen, denn der Conditioner sah vorher anders aus. Der war nämlich in so einer anderen Verpackung. Jetzt ist er nämlich in der gleichen Verpackung wie auch das Shampoo. Und eigentlich sind diese Color Lock Geschichten eher so dafür da, um halt quasi die gefärbten Haare zu schützen. Ich habe offensichtlich keine gefärbten Haare, das sind meine naturblonden Haare. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Produkte auch meine natürlich blonden Haare sehr gut geschützt haben. Da ist nämlich auch Hitzeschutz mit dabei. Und ja, ich mag das einfach sehr gerne. Sie tun meinen Haaren gut, sie tun meiner Kopfhaut gut. Ich habe auch den Code Claudis Welt, damit kannst du echt Fett sparen. Ich habe das eben mal eingegeben, das sind 50% aktuell. Also das ist halt echt hardcore. Und ich würde die Produkte euch auch wirklich empfehlen, mit Rabattcode zu kaufen. Ihr werdet ja auch direkt auf der Website begrüßt mit, hey, hast du einen Rabattcode, ne? Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen, immer einen Rabattcode zu verwenden. Ja, dann sind wir zwar immer noch in einem recht hochpreisigen Bereich, aber ich muss euch wirklich sagen, dass die Produkte es auch wirklich wert sind. Ich habe auch Drogerieprodukte ausgetestet. Ich habe so vieles ausprobiert. Produkte, die auch doppelt so teuer waren wie diese Produkte. Und ich muss, also das ist wirklich, die werden auch in meinen Jahresfavoriten zu finden sein, also Ende diesen Jahres, weil es einfach so geil ist. Ich habe Haare dadurch bekommen. Ich muss ausholen. Also, ich habe dadurch zum einen wirklich schöne, glänzende, gesunde Haare bekommen. Ich merke richtig, wie ich ein Volumen in meinen Haaren drin habe. Und ich habe ja auch dieses Matcha-Kopfhaut-Peeling-Gedönsen, ne? Das habe ich aber lange noch nicht aufgebraucht. Das hat gemacht, dass meine Kopfhaut wieder vernünftig geworden ist, denn ich hatte durch diese ganze Adventskalenderzeit ja ständig eine Mütze getragen und hier hinten hatte ich ganz, 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 ganz schlimme Stellen, ne? Und da habe ich dann zweimal die Woche dieses Matcha-Peeling-Gedönsen gemacht und das hilft meiner Kopfhaut so unheimlich gut. Ich habe einfach nicht mehr dieses Jucken, ich habe nicht mehr dieses Trockenheitsgefühl und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Also deswegen bin ich froh, dass ich auch diese Kooperation mit der Marke haben kann und darf. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und würde ich die Produkte nicht so geil finden, hätte ich jetzt nicht auch zum zweiten Mal die Kooperation schon zugesagt. Jo, also mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut. Ich mag es, ich verwende es gerne. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal Conditioner und Shampoo als Nachschub mir geordert. Ich mag den Duft, ich mag die Wirkung, ich finde es klasse. Die beiden Produkte kenne ich und kann ich euch empfehlen. Und dann habe ich noch drei neue Produkte bekommen, die ich jetzt austesten werde. Beziehungsweise muss ich mal gucken, weil ja nicht alles davon verwende ich ja auch so, ne? Also einmal habe ich Cosmic Purple, auch aus dieser Reihe. Die Toning Drops, das sind 30 Milliliter hier drin. Und das ist Glas, ne? Cool. Das wird jetzt auch in Anwendung bei mir genommen werden, dass ich das einfach mal intensiv austeste. So kann ich euch noch nicht wirklich was dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht verwendet.
Genauso ist es auch hier bei dem Peach Gloss Split and Seal, also quasi mit Rizinusöl und Squalan ist es. Das finde ich so witzig, weil Squalan ist eigentlich etwas, was ich im Gesicht sehr gerne verwende. Und Rizinusöl verwende ich gerne auch auf meinen Wimpern, damit meine Wimpern nicht abbrechen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das dafür auch ganz gut sein wird, ne? Weil wenn du es gerade für diese Spliss oder gegen Spliss in den Enden wird es ja genommen, dass man da halt so ein bisschen noch, weiß ich nicht, irgendwie Pflege reinbringt. Hier haben wir eine Pipettenflasche und da bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich den Duft mag, weil eigentlich bin ich ja nicht so der Ultra-Fan von Pfirsich oder Orange oder sowas. Müssen wir mal gucken. Etwas, was ich definitiv nicht verwenden werde, ist das Trockenshampoo Bamboo Cleans oder Cleanse Dry Shampoo Volcanic Clay. Das wird demnächst mal in eine Verlosung kommen. Aber ich mache demnächst auch eine schöne Verlosung, wo ich auch ein tolles weiteres Paket von Pomelo & Co. mit den Bestsellern zugeschickt bekommen habe. Da werde ich das einfach mit beilegen. Ne? Das wird dann demnächst mal verlost werden an euch. Also wie gesagt, Pomelo & Co. kann ich euch empfehlen. Das ist eine schöne Marke, die nicht günstig ist, auf gar keinen Fall. Nein, da ne, habt ihr mir auch schon mehrfach geschrieben, Mensch, Claudinchen, ne, es ist jetzt nichts Günstiges, ich weiß. Aber ich finde einfach, dass die Produkte wirken und sie halten auch lange. Also ich habe an so einem Shampoo und auch an so einer Spülung ungefähr 2 Monate lang Produkt, was ich verwenden kann. Und das habe ich bei anderen Produkten halt nicht. Ne? Also die sind nicht so ergiebig. Und deswegen kann ich euch die Produkte einfach wärmstens von Herzen empfehlen. Ja, Claudis Welt, wie gesagt, gibt euch ein bisschen viel, sehr viel Rabatt. Und da könnt ihr euch gerne mal umschauen, wenn ihr euch für Haarpflege interessiert. Jetzt kommen wir mal zu einem Kooperationspartner, wo ich euch ständig und ewig von erzähle. Denn in meinen Schminkvideos ist Purish einfach ständig vertreten. Also Purish ist ein Online-Shop, da findet ihr Produkte, die sind... Ach, wirklich, also die kriegst du nicht so easy peasy auf dem deutschen Markt und die haben so klein gestartet, das weiß ich noch. Da hatten die Ofra und irgendwas mit Self-Tan und so bei denen im Shop und da hatten die mich angefragt, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte und seitdem arbeiten wir zusammen. Das ist so eine lange Kooperation und ich habe einfach zusehen können, wie gefühlt täglich der Online-Shop gewachsen ist. Da haben wir aktuell, oh, wir haben da Suva Beauty, dann ist ja Myrix mit drin, die haben mittlerweile Mystery Boxen, also krass, wie groß einfach dieser Shop geworden ist, oder? Und ich bin einfach so stolz drauf, sagen zu können, dass ich mit Purish zusammengewachsen bin. Und seitdem habe ich ja auch quasi, ja, meinen Code Claudiswelt15, damit könnt ihr 15% in dem Online-Shop auf mittlerweile alles sparen. Und ich bekomme eine kleine Provision dadurch. Und die haben mittlerweile sogar Catrice, die haben ja auch die Catrice-Neuheiten mir zugeschickt. Wir finden da so geile Marken. Made by Mitchell, Luna Beauty, du findest das so schöne Sachen. Ja, und ich bekomme halt genauso wie ein paar andere wundervolle Influencer hier auf YouTube auch regelmäßig von der lieben Jenny eine E-Mail, wo sie uns halt darüber informiert, welche Neuheiten demnächst bei denen einziehen und dann dürfen wir uns immer etwas aussuchen, wenn wir möchten. Und dieses Mal habe ich mich auch wieder für sehr spektakuläre Produkte entschieden und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mir ein bisschen Skincare tatsächlich auch sogar bestellt, also von Q&A. Das ist eine Marke, da hatte mir letztens noch, kurz nachdem ich das PR Paket bestellt habe quasi, ne? Eine Followerin auf Instagram geschrieben, ob ich die Marke Q&A kenne und ob ich sie nicht vielleicht mal testen möchte. Ich musste echt lachen, denn ich habe es gerade erst mir bestellt, ne? Das ist mit 5 HTP, was auch immer HTP ist. Keine Ahnung. Elasticity, also Elastizität fürs Gesicht. Face and Neck Cream. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Und die möchte ich halt tatsächlich gerne als Hals, Dekolleté und Hupi-Creme verwenden, denn meine Hautpflegegeschichte ist ja etwas crazy unterwegs. Ich pflege meine Oberschenkel, meine Mumu und meine Hupis ja nochmal separat und auch meine Füße tatsächlich. Und ja, dafür habe ich mir die ausgesucht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da so funktionieren wird mit diesen 5 HTP-Gedönsen, ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Marke, die gar nicht mal so teuer ist, ne? Ist relativ günstig. Und ja. Glass Tegel, How Does It Help, Anti-Age, Collagen Boosting, Pore Minimizing, Calming, Skin Firmness und Hydration. Das kann ich alles auf jeden Fall für genau diese Partien meines Körpers sehr gut gebrauchen. Und die wird jetzt ab sofort in Anwendung kommen. Kann ich euch dann im nächsten Aufgebraucht-Video, also im Ende März, drüber berichten. Riecht nach gar nichts, wirklich gar nichts. Sieht sehr fluffig und angenehm aus. Ja, mal gucken, was meine Hupis dazu sagen werden. Finde ich echt genial, ne? Das ist, ja,
ne, wird ausprobiert und dann kann ich euch darüber berichten. Dann habe ich mir was ausgesucht von Suva Beauty. Suva Beauty macht ja so richtig geile, diese UV Taffys Palette habe ich ja davon. Ne? Das sind ja wasseraktivierbare Eyeliner und da habe ich schon so oft in kunterbunten Looks mit euch zusammen, zum Beispiel in meinem 90er Look, diese UV Taffys integriert gehabt. Und jetzt hatte die liebe Jenny gefragt, ob ich nicht auch vielleicht die haben möchte. Das ist die UV Primaries Palette und hier haben wir einen Schwarz drin und einen Weiß und wir haben die Grundfarben Gelb, Rot und Blau und aus Gelb und Rot kann man sich Orange mischen, aus Gelb und Blau kann man sich Grün mischen, aus Rot und Blau kann man sich Lila mischen. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist auf jeden Fall die Möglichkeiten, die man damit hat, ne? Und ja, wenn man halt hier diese wasseraktivierbaren Geschichten hat, das geht so einfach. Also ich bin überhaupt nicht Pro in sowas drin, ne? Aber das erleichtert einem das wirklich ungemein. Und die kannst du jetzt nicht swatchen, weil es ist halt wie ein Wassermal-Farbkasten. Da hast du ja auch einen kleinen Spiegel mit drin, dann hier die Farben. Und ich mache das dann meistens so, dass ich mir dann meinen Fixing-Spray oder so nehme. Dann nehme ich den Deckel davon ab, mache hier dann ein bisschen was von dem Fixing-Spray oder von dem hier Hydratisierungsspray. Das ist hier gerade eins von Glossybox, was fast leer ist. Und dann dippe ich mit dem Pinsel immer in das Wasser rein und dann gehe ich in, halt wie wenn man wirklich Wassermalen macht, ne? Und dann male ich mir da meinen Kram ins Gesicht. Finde ich total super. Und ja, hier habe ich dann wirklich einmal komplett die Grundfarben. Und die UV Taffys Palette, die ich habe, ist ja so neonmäßig unterwegs, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und jo, ne? Damit hat man auf jeden Fall im Prinzip die komplette Bandbreite an Eyelinern abgedeckt, was man halt so bräuchte. Also ich finde es klasse, dass es sowas gibt mittlerweile. Und Suva Beauty hat auch die Neon Brushes rausgebracht. Das Neon Brush Set habe ich mir jetzt auch bestellt, weil ich das einfach unfassbar schön fand. Und das ist halt so richtig geil, Neonfarben. Und damit kannst du halt wirklich an deinem Auge arbeiten. Aber auch so ein bisschen, ein paar etwas größere Pinsel sind da auch mit drin enthalten, ne? Und Suva Beauty Pinsel, Leute, das ist echt der Wahnsinn in Tüten. Und ich glaube, dass das Orange, dieses Neon, gar nicht so intensiv rauskommt, wie es ist. Nämlich genauso wie dieser Nagellack von Catrice. Richtig geil. Freue ich mich drüber. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Was ist das? Cruelty-free und vegan sind es da auch noch. Mega. So. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Monaten schon öfters mal gesehen. Das ist ja so mega gehypt gewesen, dieses La Manufacture-Set. Und das habe ich mir jetzt auch einfach mal bestellt, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ich kann wahrscheinlich nur zwei Farben davon, wenn überhaupt, verwenden. Aber man kann sich diese Farben ja auch immer einzeln nachbestellen. Ich wollte aber einfach mal gucken, wie die Foundation auf meiner trockenen Haut so funktioniert. Da mache ich, glaube ich, wirklich mal ein separates Video einfach drüber. Und irgendwie muss man das aufmachen. Und dann hat man hier fünf verschiedene Farben drin. Kann sich die dann zusammen mit so einer Handy-Geschichte zusammenmischen und so, finde ich. Also ich liebe sowas, ne? Das ist ja... Es macht einfach Spaß. Also auf sowas habe ich einfach Bock. Das wird mir Freude bereiten und ja, habe ich richtig Bock drauf. Und dann hat La Manufacture nämlich jetzt was mit rausgebracht. Und zwar sind das so Booster. Ich glaube, dass man die sich auch nochmal in die Foundation reingeben kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es einmal die Glow Skin Booster Geschichten. Also entweder, wie gesagt, in die Foundation oder halt generell als Hautpflege. Und diese Kapseln finde ich ja mal spektakulär, ne? Das erinnert mich auch so ein bisschen an Elizabeth Arden hat, glaube ich, solche Viecher auch. Ja, ich meine schon, ne? Finde ich sehr cool. Dann habe ich hier das Care and Protect Skin Booster Geschichte gedönsen. Das war das Anti-Pollution and Blue Light Protection. Und ich glaube, wenn du dir halt sowas rein theoretisch in die Foundation reinmischen würdest, dann hättest du auch irgendwie eine Möglichkeit, dass die Geschichte etwas feuchtigkeitsspendender ist und etwas anders so funktioniert. Ne? Da bin ich mal gespannt drauf, ob das zusammen funktioniert. Und Anti-Age Skin Booster mit Retinol liebe ich jetzt ja im Winter. Gut, jetzt ab März muss man aufpassen, ne? Dass man auch wirklich einen ganz, ganz dicken, fetten Lichtschutzfaktor noch drüber gibt, weil Retinol, das verwendest du wirklich eher abends. Also das würde ich auch eher weniger in die Foundation mit reinmischen. Ja, genau. Also sehr interessante Produkte. Also Retinol, wollte ich nur mal kurz gesagt haben, ist halt der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, weil er wirklich dafür sorgt, dass deine ganzen Falten sehr minimiert werden. Ich verwende auch aktuell eine Retinol-Creme, die ich sehr geil finde. Okay, da kommen wir aber dann im Aufbrauch-Video zu. Ja, soviel zu Beauty, ach, zu Schminke. Was ist das denn? Dekorative Kosmetik. Denn jetzt habe ich noch ein bisschen Pflege hier am Start. Jetzt kommen wir zu Yepoda. Bei Yepoda habe ich den Code Claudi30. Da sparst du 30%. Das ist K-Beauty. Das heißt, koreanische
Kosmetik. Koreanische Kosmetik kennen wir ja zum Beispiel über YesStyle, ist aber ein bisschen weiter weg und es ist halt dann wirklich, du wartest ein bisschen länger auf dein Paket. Dann hat sich Yepoda irgendwann überlegt, dass es ganz cool wäre, wenn die K-Beauty nach Deutschland bringen, haben ihren Firmensitz hier in Berlin. Hier ist gut, ich wohne hier in Berlin, aber ne, einmal komplett durch Deutschland durch, dann bin ich in Berlin. Da wohnt, also in Berlin wohnen sehr viele Verwandte von mir. So, dann hast du hier Produkte halt einfach, die ja, der koreanischen Beauty-Geschichte entsprechen. Wir haben hier tolle Inhaltsstoffe drin, die spenden 1% von dem Erlös immer irgendwie zum Planeten. Keine Ahnung, was genau das bedeutet. Kann man sich da nochmal intensiver durchlesen, wenn man möchte. Es sind so ein bisschen, ja, auch wieder Clean Beauty, diese natürlichen Inhaltsstoffe mit dabei. Wir haben keine Tierversuche, vegane Produkte, ja. Und halt Made in Korea, K-Beauty, finde ich total klasse. Und die sind jetzt von der Verpackung neu rausgekommen. Wir hatten ja sonst die sehr, sehr bunten Verpackungen, die ich persönlich geil fand. Also ich finde diese neue Verpackung schön, aber die andere mochte ich noch lieber. Genau. Und Yepoda hat mir einfach mal das Komplettset wieder zugeschickt. Das ist krass, denn das haben die letztens erst gemacht und jetzt habe ich enorm viel Nachschub. Genau, man startet die ganze Geschichte ja eigentlich immer mit dem Calmbalm. Geil ist einfach, dass hier auch draufsteht, welcher Schritt der Reinigung das sein soll, ne? Oder der Gesichtspflege. Das ist einfach ein Reinigungsbalsam, wo du halt ein Double Cleansing mitmachen kannst. Das habe ich ja eben schon erklärt. Und hier haben wir auch eine ganz tolle Konsistenz. Also für mich ist das ja auch tatsächlich der beste Reinigungsbalsam, den ich je ausgetestet habe. Auch die Produkte würde ich euch empfehlen, immer mit Rabattcode zu shoppen, denn die sind ansonsten halt echt sehr, sehr hochpreisig, weil sie auch sehr hochwertig sind. Wir haben hier immer eine Glasverpackung mit dabei und das Ganze sieht jetzt auch von außen her etwas cleaner aus und hat nicht mehr die sehr bunte Geschichte, wie es halt vorher mal war. Man könnte also fast schon behaupten, Yepoda sei nun erwachsen geworden. Genau, ich finde es ganz cool. Wie gesagt, der Calmbalm ist auch so mein absolutes Lieblingsprodukt von Yepoda, was ich euch mega empfehlen kann. Nimmt bei mir wirklich alles runter. Ne? Also egal, ob ich jetzt super hart pigmentierte Lidschattenpaletten auf den Augen drauf hatte, das wird runtergenommen. Wasserfeste Mascara wird schön runtergenommen. Bei dem Calmbalm kann ich euch empfehlen, wenn ihr den wirklich in die Haut einmassiert, dass ihr dann auch von bei den Augen, von den Wimpern das Ganze immer wegstreicht. Also nie rubbeln oder so hoch oder sowas. Ne? Immer von der Wurzel bis zu den Spitzen. So schont ihr eure Wimpern und reißt euch da nicht irgendwie unnötig irgendwas aus. Also mega geiles Produkt. Und dann Double Cleansing hatten wir ja eben auch schon in Bezug auf Dalton. Haben die mir jetzt nochmal den neuen The Bubble Double zugeschickt. Auch das ist ein Schaumreiniger. Der ist nicht so ganz mein absolutes Top-Top-Produkt, muss ich sagen. Also da finde ich persönlich, gibt es halt auch andere, die vergleichsweise sind, auch vom Preis her und wirklich auch sehr gut sind. Nichtsdestotrotz ist das ein super tolles Produkt, weil der auch Salicylsäure mit drin hat. Das heißt, der sorgt auch dafür, dass deine ganzen Rötungen, Pickelchen und so weiter minimiert werden. Dann, genau, kannst du auch noch... Nee, wo ist denn hier mein Schritt Nummer 3? The Mist Have, genau, das ist das der Toner quasi. Und da finde ich von Yepoda einfach die Geschichte total klasse, dass sie den einfach als Spray rausgebracht haben. Das ist halt ein Produkt, was die Haut darauf vorbereitet, dass danach noch ein bisschen mehr Hautpflege kommt. Und den kannst du dir halt direkt auf dein Gesicht aufsprühen und das finde ich sehr schön. Das ist jetzt echt, also ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt dieses schlichte Design schöner finde oder ob ich das poppigere schöner finde. Das weiß ich echt noch nicht. Ich finde es schön, wie gesagt, das ist mit Hyaluronsäure, Lavendel und das beruhigt die Haut, das befeuchtet die Haut, gibt der Haut wirklich Leben zurück, verringert Spannkraft, also Spannung, nicht Spannkraft verringert, verringert Spannungsgefühle so und ich mag den auch sehr gerne. Tatsächlich. Also das ist ein schöner und solider Toner. Man bekommt die Produkte auch in so einem Komplettset. Also ich glaube, dass ich euch den Preis vom Set auch eingeblendet hatte. Das wäre Schritt 3 und jetzt gehen wir mal zu Schritt Nummer 4. Da kann man verschiedene Sachen anwenden. Du kannst die machen wir gleich separat. Das ist nämlich auch eher ein separater Schritt. Ein Serum. Ich habe jetzt aktuell auch verschiedene in Anwendung. Das Glow Serum habe ich aktuell in Anwendung und dieses Anti-Pickle Gedönsen habe ich auch so mit einem leichten Peeling-Effekt. Das hier ist aber, ich glaube, der Runner bei denen quasi, also das beste Serum oder das Verkaufsschlager-Serum, was bei Yepoda angeboten wird. The Repair Hero, denn hier hast du probiotisch
ein probiotisches Niacinamid-Serum. Kannst du morgens und abends verwenden und das verwendest du einfach nach dem Toner. Niacinamide beruhigen die Haut, gleichen das Hautbild aus und sind wirklich total klasse. Das ist ja der Inhaltsstoff überhaupt irgendwie gefühlt in aller Munde, ne? Und ich weiß, dass viele dieses Serum hart feiern. Ich habe es auch schon mal aufgebraucht und kann es auch wirklich empfehlen. Ein sehr mildes, angenehmes Serum, was die Haut wirklich beruhigt, ne? Ohne halt wirklich so super fettig oder so zu sein. Das ist bei dem Glow Hero ein bisschen anders. Das ist wirklich ein sehr reichhaltiges Serum, was ich eher im Winter empfehlen würde. Den Repair Hero würde ich wirklich im Sommer empfehlen oder halt an leichten, also an warmen Tagen, wo man eher leichte Pflege verwenden möchte. Ist aber ein gutes Produkt, was ich auch verstehen kann, weswegen viele das auch sehr gerne mögen. Und dann gibt es noch die unterschiedlichen Produkte für Tag und Nacht. Eine davon habe ich aktuell auch als Creme in Anwendung und zwar ist das die The Make My Day Cream. Die ist mit Cica. Cica ist ein ganz toller Inhaltsstoff. Das ist so auch wieder so eine hautberuhigende Geschichte, ne? Mag ich einfach gerne. Jojoba ist da auch noch mit bei und wie gesagt, das ist morgens. Hier hast du jetzt keinen Lichtschutzfaktor mit drin, aber das ist überhaupt kein Problem, weil die Textur davon so angenehm ist, dass ich darüber auch easy peasy einen Lichtschutzfaktor auftragen kann, ne? Und ja, das ist halt jetzt die neue Creme. Ich musste mir gerade selber nochmal das Design angucken, weil ich sie jetzt ja gerade auch jeden Morgen sehe. Und ja, sieht ein bisschen erwachsener aus, ne? Die Schriftart ist einfach jetzt so ein bisschen auch erwachsener geworden. Es ist erwachsener. Ich habe heute ja auch erwachsenen Glow drauf, deswegen. Erwachsen ist manchmal auch gar nicht so verkehrt. Und das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Creme, die ich jetzt auch wirklich in Anwendung habe und die ich sehr empfehlen kann. Die Nachtcreme habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist The Midnight Magic Cream, diese hier. Die ist so ein bisschen lila, glaube ich, ne? Mit Cica, Lavendel und ja, halt eine Sleeping Mask Geschichte oder halt Nachtcreme Geschichte. Lavendel ist ja auch wieder hautberuhigend, genauso wie Cica. Und das ist halt alles, was im Prinzip meine Haut auch braucht. Also hier steht auch drauf, dass es eine hautberuhigende Creme ist. Also soothing, nourishing, also nährend. Die erzählt mir, was ich lernen soll, genau. Und slow aging, also dass du quasi langsamer alterst, naja, ne? Ja, bestimmt. Hier habe ich noch ein Produkt, was quasi so ein Add-on ist, und zwar ist das die Cetox-Maske. Das ist eine Maske, die auch wirklich gegen Hautunreinheiten arbeitet, die Haut gut nährt, aber trotzdem nicht dieses mega Spannungsgefühl gibt. Das ist mit Yuzu-Frucht. Sehr interessant, da hatten die uns nämlich, den Influencern, zur Weihnachtszeit so ein Paket geschickt mit Vitamin-C-Produkten und da war auch so eine Yuzu-Frucht-Tee-Gedönsen drin. Das war interessant, hat man einfach mit heißem Wasser aufgegossen und das war sehr lecker und das scheint auch wirklich drin zu sein. Mit Vitamin C und halt eine Matt-Mask, also eine Schlamm- oder Lehmmaske heißt es, glaube ich. Die habe ich auch aktuell in Anwendung und ja. Die ist einfach gelb, ne? Die trocknet ein bisschen auf der Haut, aber trocknet jetzt nicht so super furztrocken runter. Und das trocknet die Haut halt nicht zu sehr aus. Das beruhigt die Haut wieder. Also sehr, sehr hautberuhigende Produkte bei Yepoda, ne? Und nährt sie auch ein Stück weit. Sorgt aber dafür, dass so Rötungen, Pickel und so weiter einfach minimiert werden. Und verfeinert das Hautbild. Also das ist eine schöne Maske, die ich auch cool finde. Und ja, die Produkte von Yepoda kann ich euch halt auch sehr ans Herz legen. Claudi30 gibt euch da, wie gesagt, 30% Rabatt. Schaut einfach mal in dem Online-Shop. Na, so oft wie ich irgendwelche Produkte von Yepoda, Dalton und so weiter und so fort aufbrauche und verwende und euch ständig in die Kamera zeige, finde ich, das spricht für sich, oder? Ich weiß nicht. Also das ist immer schwierig, als Influencer eine Kooperation einzugehen und das Ganze halt auch irgendwie verständlich rüberzubringen. Aber ja, also ich bin überzeugt von den Marken, von den Produkten und jedenfalls dem, was ich schon getestet habe. Und ja, bin gespannt, wie ihr so das fandet und wie ihr das Video so fandet. Lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Das wäre nämlich schon mal so ein cooles Feedback, was ich bekommen könnte. Vielleicht auch einen lieben Kommentar, wie ihr möchtet. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!